Ich grüße euch. Ich zeige euch heute mal was Flottes. Ein Offbeat gemischt mit Zug und diversen Bässen. Das Grundding von der ganzen Sache ist, du hast den Zug in einem gewissen Drive. Und zwar so. Ich mach das nochmal schnell. Ich habe dazu auch Videos gemacht, ne? Zugvideo. Ich zeige es euch trotzdem nochmal hier langsam. Die Haupthand ist dabei, die ganze Zeit den Geraden zu spielen. Ja? Und die Nebenhand schnuppelt da rein. Das übe, dass es dir wirklich vertraut ist, ja? Dass du das in diesem Tempo. Okay, so, jetzt gehen wir den Rhythmus durch. Da jetzt, die Grundschläge sind folgendermaßen. Ja, der Rhythmus besteht aus zwei Teilen, ja? Hast du vielleicht gemerkt? Also Teil A. Zum Mitspielen, okay? Etwas langsamer. One, two, three, four. So, das, auch das macht dir vertraut. Das ist der im Prinzip Teil A, den spiele ich jetzt nochmal schnell vor. Der hat natürlich auch noch diverse Details, die dann aber deiner persönlichen Spielweise, die du selber bitte einfach entdeckst. Ich spiele noch nachher zum Schluss noch ein bisschen inspirativ, ja. Aber so erstmal nur die Grundschläge, also Teil A. Jetzt kommen wir zu dem Offbeat. Du hast im Prinzip jetzt den Bass und auf der Höhe hast du immer eine Betonung. Das klingt dann, also mal ohne die Nebenhand klingt das so. Wichtig ist es, dass dir dieser Schlag hier unten auf der Höhe, dass der hervorkommt. Das ist die 2, ja. Damit es jetzt einen Offbeat-Charakter bekommt. Okay, nochmal schnell fürs Gehör. Okay, das ist Teil A. Ganz klar und deutlich, das sind die Grundschläge. Teil B ist so. Okay, also ganz ähnlich, baut auf dem Zug auf. Der Hauptschlag bleibt mit der Haupthand und jetzt kommt noch die Nebenhand hinzu. Ich mach's mal langsamer für dein Gehirn und dann spielen wir es zusammen. Also ganz eigentlich gar nicht so schwer. Du musst es nur langsam in einem langsamen Tempo üben, damit du einfach weißt, was du da hast. Ja, wir machen es jetzt zusammen langsamer. Ja, one, two, three, four.
Alright. So, das ist jetzt die Struktur vom Teil B. Jetzt kommt aber in diesem Teil B noch der Offbeat hinzu. Ja, weil der ist da auch, der ist eigentlich die ganze Zeit beim Rhythmus. Ich spiele nochmal den ganzen Rhythmus zur Erinnerung, damit wir hier wissen, wo wir gerade sind. Ja, also. One, two, three, four. So, jetzt den Teil B nochmal langsamer, gemeinsam mit dem Offbeat. Okay, so, das ist Teil B. Und nun spielen wir noch einmal zusammen den ganzen Rhythmus durch. Jetzt die Struktur des ganzen Rhythmus. Teil A geht zweimal, Teil B einmal. Ja, du kannst es natürlich in deiner Lust und Laune variieren. Wir spielen es jetzt zweimal Teil A, einmal Teil B. Und das im ruhig gehenden Tempo, dass wir es auch zusammen spielen können. Ja, so. Dim bi dim bi dim bi dim. One, two, three, four. Okay, alright. Das ist der ganze Rhythmus. Was du tun musst, ist, ich empfehle dir, das tatsächlich langsam zu üben. Hab den Zug drauf, hab das Grundding drauf. So, dass es wirklich aus dir herauskommt und du das nicht mehr so kontrollieren musst, ob das jetzt richtig ist. Ja? Und dann machst du die Schläge dazu und hast viel Spaß. Ja? Hier ist Ingo Gutmann. Und ich wünsche euch viel Spaß, ich wünsche dir viel Spaß beim Trommeln und zum Schluss noch eine kleine Jam mit diesem Rhythmus, ja? Okay, haut rein. One, two, three, four.